Nun denn. Hier haben wir ein Thermalrohr. Oh, bitte nicht reingehen. Bitte nicht reingehen. Und wenn, machen wir einen Schritt zurück. Hier steht nämlich Benutzung des Thermorohrs auf eigene Gefahr. Das ist auch ein Erfolg, wenn man dieses Thermorohr betritt, ohne dafür richtig ausgerüstet zu sein. Das Thermorohr bringt einen nämlich in die bittere Kälte. Neue Aussichten. Und in der bitteren Kälte ist es einfach so krass kalt. Man kriegt so viel Schadenspunkte hier rein. Das kriegt man überhaupt nicht gegengeheilt. Hier. Oh, dann wird man auch noch verlangsamt und stirbt. Und wer ihn jetzt noch nicht hatte, der bekommt jetzt einen Erfolg. Zack, genau. Dass man nämlich hier einige Zeit lang in der bitteren Kälte überlebt hat. Ich kann jetzt nur noch hier zurückgehen zur tiefsten Betrübnis und nochmal den Weg hier von hier aus nehmen. Aber das geht ja schnell. Ne? Der Utwein hat ja auch noch den, ups, genau, hier unseren Schakal. Da geht das doch ganz schnell. Finde ich cool, dass sie sowas eingebaut haben. Also auch schon mal Erfolge, bei denen man sterben muss. Ist natürlich uncool für jemanden, der sich zum Ziel gemacht hat, dass sein Charakter niemals sterben soll. Aber hey, was wäre das Spiel denn ohne Gefahren? Ich könnte es dir sagen. Lebenswert. Ach man, Utwein, deine Witze sind heute alle ziemlich flach, das kann ich dir mal sagen. Huch, sind hier keine Tiere erlaubt? Oder warum sind wir jetzt hier abgestiegen? Ich weiß es nicht. Die Drachenzahn-Thermalquellen haben wir hier entdeckt. Und hier ist auch gleich mal ein Event. Ein Event, was uns dazu bringt, die Eisbrut hier zu besiegen. Ich würde sagen, wir machen das mal so hier. Wir wollen ja noch Anteil an diesem Event haben. Genau. Fress das. Immer seid ihr dafür verantwortlich, dass das hier an der Thermalquelle so kalt ist, oder was? Ich hab gedacht, hier ist eine Thermalquelle. Oh ja. Ich glaube, das ist genau der Grund. Wenn wir jetzt die Eisbrut von hier vertreiben können, dann sollte es hier an der Thermalquelle auch wieder schön warm sein. So, besiegte Eisbrut. Machen wir einfach mal weiter. Ah, schon klar. Solche Macht. Möglicherweise sind die Eisbrutriesen hier relativ einfach zu besiegen. Und sollten wir mal auf einen Veteran stoßen, dann können wir den Veteran vielleicht auch einfach auslassen. Mal gucken. Das hätten wir geschafft. Erfrischend. Zwei Eisbrutkudern gleichzeitig. Ich habe nur, wie gesagt, immer Angst, mich in diese Eisscherben hier einzubacken. Na, hier geblieben. Alle beide hier geblieben. Zack. Das Event war erfolgreich. Hui. Oh, wie cool. Gott, sieht das geil aus, wenn sich das hier auflöst. Möte. Oh, und sie kommen alle wieder hier reingewatschelt. Och, ist das putzig. Sie waren alle weggelaufen, weil die Eisbrut sie hier vertrieben hat. Und jetzt haben wir das Wasser wieder fein gemacht und es sind wieder wunderschöne Thermalquellen hier. Genau, Utwein, kannst reintauchen. Hier unten findet sich, glaube ich, sogar eine Sehenswürdigkeit. Oder haben wir die schon? Die Sehenswürdigkeit haben wir schon. Aber hier unten befindet sich erstens einmal eine Magie. Und zweitens auch eine von den Truhen, die man braucht. Huch, sind sogar mehrere Magien. Aber ist richtig tief. Ist richtig tief. Guckt euch das an. Und da ist eine von den eingefrorenen Truhen. Die kann man, wie gesagt, immer und immer wieder öffnen. Wow, was das Licht hier komisch ist. Genau, und schwupps ist es wieder warm. So, meine Güte, ich hatte das Gefühl, runter kommt man schneller, ha? Na toll, der macht gar nichts, kommt auch viel schneller nach oben.
So, da sind wir doch. Guck mal, das sind übrigens Steine von den Jotun, ne? Jotun sind aber hier nicht zu sehen. Wir können hier Kräuter platzieren, aber wir müssen erstmal Kräuter für die Quaggan sammeln. Fragt Bäuerin Simuba, wo ihre heißeste Quelle ist. So wie ihr aussieht, wäre Quaggan sicher schon tot, wenn ihr böse wärt. Also, Also, so böse sehe ich da nun wirklich auch nicht aus. Ich meine, hallo? So, und jetzt braucht das Elixier. Sie hat aber gar nicht gesagt, wo die Quelle ist. Hier ist sie nämlich nicht. So wie ihr aussieht, ach so, was kann ich für euch tun? Sicher schon tot, wenn ihr böse wärt. Also, Diese bösen Pilze sind gar nicht nett zu Quaggan, aber Quaggan braucht Kräuter, um Freunde zu füttern. Ja, Kräuter sammeln. Ja, das fehlt mir jetzt auch noch. Ist ja kein Ding. Danke sehr. Quaggan hat die anderen Dünger benutzen sehen, damit die Pflanzen besser wachsen. Aber Quaggan weiß nicht, wo sie ihn herhaben. Ich werde mal sehen, ob ich das herausfinde. Danke für den Hinweis. Wie gerne würde ich mir manchmal wünschen, dass sich der Utwein verstohlen am Kopf kratzt, ne? Wir haben übrigens nicht so mega viel Zeit, muss man sagen, denn das Event hier, dass die Eisbrut wieder zurück ist, das ist ganz schön schnell wieder da, wie ich feststelle. So, Pilzbomber. Die sind schon mal nicht so gut hier. Oh, aua, 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 aua. Wow, Utwein. Huiuiui. Nicht im Ernst. Nicht im Ernst, das gibt's doch nicht. Jetzt hat mich der scheiß Pilz am Ende noch mitgenommen. Alles zu mir. Wie gut, dass ich mit dem Utwein niemals ein Hardcore-Let's Play gemacht habe, mit dem Ziel, dass Utwein nicht stirbt. Das wäre uncool. So, hier haben wir Pilzdünger und die würzigen Kräuter, die wir jetzt hiermit würzen können. Zack. Wunderschön. Und jetzt können wir die hier sammeln. Leckere Kräuter eingesammelt. Okay, der Pilzstampfer. Ist ja vielleicht... Hoppala. Ah, ja. Wunderschön. Hauptsache, man haut hier ab. Was ist hier eigentlich mit den würzigen Kräutern? Die kann ich doch auch direkt so ernten, oder? Ja, tatsächlich. Dafür brauche ich den Pilzdünger gar nicht. Aber es gibt definitiv ein paar von den... Oh, toll. Ein paar von den Kräutern, die, glaube ich, nicht so gedüngt sind. Und für die braucht man dann nämlich das, was von den Pilzen übrig bleibt. Aber das Herzchen kriegt man auf jeden Fall mit beiden Arten, ne? Man bekommt Fortschritt, wenn man hier Pflanzen erntet. Okay. Super, der Sturmläufer. So, komm schon. Nur nicht explodieren. Eieieiei. Ja, super. War ja klar. Ach, und er hat auch noch kleine Freunde mitgebracht. Ist ja super. Oh, scheiße. Nicht gut. Utwein, nicht gut. Solche Macht. Schnell weg hier, der wird gleich explodieren. Oh, da wird den nächsten noch dazu geholt. Ah, es ist wunderbar. Es ist einfach wunderbar. Ah, hier die Kleinen. Die werden wahrscheinlich auch auf ihre Art und Weise explodieren. Oh, scheiße. Ich hab's gewusst, dass der Utwein dabei wieder umkippt. Hilfe! Okay. Die Bäuerin denkt sich auch so. Kuh,
da liegt ein schöner Norn. Was ist mit ihr passiert? Nein, die Eisbrut kommt zurück, so eine Scheiße. Oh no, schaut euch das an. Die Eisbrut ist zurück. Oh wei, oh wei. Ich weiß gar nicht, kriegen wir jetzt hier das noch hin? Ah! Mensch! Oh, das Elixier. Wunderbar. Wunderbar. Ach, solche Macht. Hauptsache, man geht raus hier. Schön, Utwein. La la la, wenn's mal wieder länger dauert. Bring mich auf die Beine. Danke. Aber die blöde Eisbrut ist wieder da. Wobei wir das Herzchen dann damit auch voll kriegen. Das geht ja auch. So. Die sind wenigstens nicht ganz so zickig wie die blöden Pilze. Ich glaube, diese Pilze sind einfach echt unangenehm mit einem Nahkämpfer, oder? Komm schon. So. Huch! Wie das jetzt einfach hier runterkam, ne? Glaube, ich gehe lieber woanders hin. Irgendwo hier drüben müssen ja auch noch ein paar Gegner sein. Hm? Hallo? Eisbrut? Das sind so wenig. Oder ist hier gerade schon jemand durchgezogen? Oder geht das Ganze hier vielleicht ein bisschen schneller, wenn man schnell drauf reagiert? Gebt mir Energie. Ah. Aua. Und das ist wirklich die ganze Zeit hier der Wiedergänger mit den komischen das Geräuschen? Endlich. Irre. Hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich echt nicht gedacht. Jetzt werde ich ihre Qual genießen. Kein Problem. Ich halte dich nicht auf. Wenn du die Qualen hier genießen willst, bitteschön. Ah, genau. Ich will auch was von dem Greifen haben. Solche Macht. Ha! Und schon hat's gereicht. Also echt ein tolles Video, wenn hier dieser Eiselementar zerspringt. So, mit den wurzigen Kräutern, die wir jetzt hier reinpacken. Genau, sollten wir das Herzchen voll kriegen? Nein, Qui-Gon ist nicht tot. So wie ihr aussieht, wäre Qui-Gon sicher schon tot, wenn ihr böse wärt. Also, guck mal, hier könnt ihr jede Menge Rezepte kaufen. Oder auch direkt die Sachen, die man hier über die Rezepte selber brauen kann. Es gibt außerdem einen mini-arktischen Qui-Gon zu tauschen. Ist ja ganz niedlich. Aber wie gesagt, hier braucht man das Elixier nicht. Das Elixier braucht man an der heißesten Quelle. Und die befindet sich nämlich hier ganz hinten im Osten. Komm, schwing mal die Hufe, Utwein. Er hat ja mittlerweile auch einen Raptor. Den könnten wir auch nehmen. So, hier ist es der Brandblasenkessel. Und der Brandblasenkessel ist halt der heißeste Ort hier quasi am Bitterfrostgrenzland. Auch ein bisschen stinkig, ja. Wir können die Temperaturen ja mal testen. In diesem kleinen Becken mit extrem heißem Wasser lässt sich bestens ein Elixier zubereiten. Ich habe alles, was ich brauche. Dann mal los. Brauchen wir ein Elixier. Ach, wenn das hier bloß nicht so stinken würde. Kommandeur, viel zu tun? Nur wenn ihr den Kampf mit Eisbrut und Svanir als viel bezeichnet. Ach so, ganz normaler Arbeitstag also, hm? Tja, ich wollte wissen, ob ihr schon einen veränderten Diener gefunden habt. Was ich so sehe, ist normal.
aber ich bin da an etwas dran. Muss bloß noch dahin kommen, wo es ist. Wäre ich ein Genie, das Vermutung anstellt, was ich ja bin, würde ich mal sagen, Primordus hat noch mehr Energie von Mordremoth aufgesaugt. Vielleicht spielt die Nähe eine Rolle und weil Jormak so weit weg ist, hat er nicht so viel Mordisaft abgekriegt. Klingt sinnvoll. Das würde erklären, warum ich noch keine Veränderten sehe. Aber ich suche weiter. Versucht aber nicht dabei drauf zu gehen, ja? Unsere kleinen Gespräche würden mir fehlen. Tschüssi, Ende Gelände. Ende Gelände. Ach, Timmy. Timmy ist so toll. Ende Gelände. Jetzt ist es Zeit, weiterzuziehen. Aha. Übrigens kriegt man hier bei dieser heißen Quelle die ganze Zeit Schaden. Können ja mal hier rausgehen. Ich glaube, hier sollte man keinen Schaden mehr kriegen. Nee, genau. Hier kann man dann langsam auch wieder regenerieren. Versucht dabei nicht drauf zu gehen. Unsere kleinen Unterhaltungen würden mir fehlen. Würden dir auch fehlen. Allerdings, die kleine Quietschmaus hier. So, Winterbeeren können wir aber noch wegpacken. Und jetzt habe ich hier schon so ein bisschen Zeug, was ich wieder verkaufen kann. Hauptsache, das Inventar sieht nicht so aus wie vorhin. Vorhin war doch gerade ein bisschen heftig. Nun gut, alles klar. Wir haben jetzt das Schmelzelixier hergestellt, mit dem wir in die bittere Kälte gehen können. Das heißt, wir werden das auch gleich dann, beziehungsweise ich werde das gleich, aber ihr wahrscheinlich werdet das erst in der nächsten Folge dann sehen, benutzen, um in die bittere Kälte damit zu gehen. Dafür werde ich mich auf jeden Fall hier mit dem Thermalrohr rüberschießen lassen, nochmal in den oberen Bereich hier, weil ich euch da auf jeden Fall auch noch was zeigen möchte. Ich verabschiede mich deswegen erst einmal hier von euch für heute und wir sehen uns morgen wieder mit der nächsten Folge. Der Utwein sagt Tschüss. Tschüss.